guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim DVZ-Talk am roten Sofa. Ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Timon Heinrizi. Ich bin Eisenbahnredakteur bei der DVZ. Und mein Talkgast heute ist Nicolas Perrin, Leiter SBB Cargo und dienstältester Güterbahnchef in Europa, wenn ich das richtig sehe. Ist das korrekt? Ja, annähernd, glaube ich. Das ist man schon mit 5 Jahren, nicht? Ja, leider, das ist so fast ähnlich wie im Fußball. Da geht es auch relativ schnell. Aber genau wie im Fußball auch, geht es natürlich darum, ob man Erfolge hat oder nicht. Und Sie gehören ja nun zu den erfolgreichen Güterbahnen, habe ich dieser Tage auch wieder gelesen. Sie haben nämlich der DB einen Auftrag, Sie haben nämlich von der DB einen großen Auftrag wieder gewonnen. Sie sollen vom Fahrplanwechsel an den Verkehr für die DB über den Gotthard fahren. Und das ist natürlich insofern eine Besonderheit, als die DB eigentlich eine Tochter hat, mit der sie den Verkehr selber fahren könnte. Sagen Sie, wie haben Sie das gemacht? Ja, ich bin natürlich stolz, dass wir das geschafft haben. Ich bin auch stolz, dass wir heute so weit wettbewerbsfähig sind, dass wir die DB mit einer gesamthaft sehr guten Offerte überzeugen können. Sicher hat der Preis gestimmt, aber ich glaube, wir haben auch in anderen Punkten haben wir uns abgehoben, haben unsere Stärken spielen können und unter dem Strich stimmt es für die DB und auch für uns. Also wir werden an diesem Auftrag, werden wir auch finanziell, aber auch inhaltlich Freude haben. Sagen Sie, die Schweizer Pünktlichkeit ist ja nun sozusagen ein Markenzeichen der Schweizerischen Bahn. Und da wir ja hier auf einer Fachmesse sind, auf der es viele Leute gibt, die mit dem Verkehr zu tun haben, könnten Sie denen vielleicht mal ein oder zwei Worte dazu sagen, wie es dazu kommt, dass es in der Schweiz so pünktlich zugeht und in anderen Ländern nicht? Ja, ich will nicht über andere, ich kenne einfach unser Rezept, warum wir pünktlich sind, oder? Das genügt ja schon. Das genügt eigentlich schon. Ja, ich glaube, es gibt einfach zwei Dinge. Das eine ist, wir haben sehr viele Kunden, die in Logistikketten extrem eng gebunden sind. Ich denke auch, je kürzer die Distanzen, desto pünktlicher muss man sein. Das sehen Sie selbst, wenn Sie mit dem Bus fahren, ist 5 Minuten Verspätung sehr viel. Fahren Sie 10 Stunden, ist 5 Minuten Verspätung relativ weniger. Das zweite ist aber, wir haben ein extrem stark belastetes Netz. Wir sind gezwungen, eigentlich im Netz dieselbe Pünktlichkeit zu haben wie der Personenverkehr. Und diese Belastung hat die positive Seite, dass wir dann eben auch dieselbe Pünktlichkeit haben. Und das ist am Schluss aller Ends unser Anspruch. Und was wir als Anspruch haben, wird irgendwann auch mal das Bedürfnis der Kunden. Und heute ist das ein Marktbedürfnis. Sie haben dieser Tage in Zusammenhang mit der Messe aber auch gesagt, Eisenbahn alleine genügt nicht. Man muss auch mit der Straße zusammenarbeiten. Und ich habe das so verstanden, dass das eine Forderung an die Politik sein sollte, dass sie die Voraussetzungen dafür schafft, dass Schiene und Straße besser zusammenarbeiten können. Wie haben Sie sich das konkret vorgestellt? Ja, für mich ist klar, dass diese Zusammenarbeit Schiene und Straße, das wird die Zukunft sein, weil man sieht, dass bei uns in der Schweiz ist aber auch eine westeuropäische Richtung. Es wird in den nächsten Jahren sicher keine großen Infrastrukturerweiterungen geben und wir müssen mit dem Gut der Verkehrs-, der Infrastrukturkapazität sehr schonend umgehen und das ist nur möglich in kombinierten Lösungen und Gemeinsamkeit. Was die Politik tun kann, ist, dass sie eben solche kombinierten Lösungen, Rahmenbedingungen schafft, die das fördern. Was wir tun müssen, ist, dass wir echt zusammenarbeiten und ich kann sagen, Ich treffe mich heute regelmäßig und auch freundschaftlich mit Lastwagenunternehmern, bei denen wir gegenseitig vor 5 Jahren noch die Nase gerümpft haben über den anderen. Und ich glaube, das sind die Fortschritte, die es jetzt braucht. Das Naserümpfen lag sicher am Dieselgeruch, aber der ist in der Zwischenzeit ja auch schwächer geworden. Nun haben Sie gesagt, kombinierter Verkehr, da muss der Staat was tun. Aber Sie haben auch gesagt, kombinierter Verkehr, den wollen Sie selber auch ausbauen. Was unternehmen Sie denn selbst als SBB, um den kombinierten Verkehr zu stärken? Also was wir bei uns sehen ist, dass wir mit dem konventionellen Verkehr zwar sehr große Marktanteile haben, dass wir aber stagnieren und die nicht ausgebaut werden können. Also ist, wenn wir wachsen wollen, müssen wir das im kombinierten Segment tun. Wir haben den Zwang, dass wir extrem kurze Distanzen haben. Bei uns sind durchschnittliche Transportdistanzen bei 150 Kilometer.
Und das schafft man nur mit Innovation. Und das beginnt beim Verlad, geht über die Bereitstellung des Zuges bis zum Wagenmaterial. Und diese Innovation wollen wir nutzen, um das Produkt wettbewerbsfähig zu machen. Wir haben zum Beispiel jetzt Linienzüge eingeführt. Wir haben für Kunden Tiefkühlketten aufgebaut. Und mit solchen Schritten, bin ich überzeugt, wird das Produkt kombinierter Verkehr noch in ganz neue Dimensionen vorstoßen können. Ja, insbesondere haben Sie es in der Schweiz ja geschafft, die Schiene auch für den Detailhandel, also für den Einzelhandel, zu einem interessanten Partner zu machen. Das ist ja längst nicht überall der Fall. Gibt es dafür ein bestimmtes Rezept, was Sie da auch den anderen Bahnen an die Hand geben können, wie das gelungen ist? Kombinierter Verkehr, wenn das in der Schweiz funktioniert, warum soll das nicht woanders funktionieren? Ja, ich denke, das wird auch kommen, weil der Markt verschiebt sich von schwerer Industrie, woher wir ja auch als Eisenbahn eigentlich kommen, die wird schrittweise verschwinden oder reduziert werden, hin zu Detailhandel, Versorgung, Entsorgung, Kontraktlogistik. Und in dem Gebiet müssen wir uns als Bahnen neu wohlfühlen, wir müssen in diese Gebiete rein. Wir sind da einfach zwangsweise etwas reingerutscht, uns macht das heute sehr viel Spaß und Freude. Das heißt aber auch top, präzise, schnell. Es sind aber auch dann schnellere Rundläufe. Man muss das ausnutzen können, aber unter dem Strich heißt das, das sind Logistikketten, die mit einer Pünktlichkeit von 5 bis 30 Minuten funktionieren müssen und die hochflexibel sein müssen. Und das muss man beherrschen und dann hat man extrem hohe Chancen. Nun habe ich auf dieser interessanten Messe noch eine andere Aussage gehört. Heute Morgen auf dem Forum, auf dem eine Reihe von Güterbahnchefs vertreten waren, X-Rail. Da nannte einer der anwesenden Bahnchefs ein Beispiel. Einer seiner Kunden habe gesagt, wenn es keinen Einzelwagenverkehr mehr geben würde, dann könne er sein Geschäft dicht machen. Welche Zukunft geben Sie denn dem Einzelwagenverkehr? Ist das nicht ein Geschäft, das immer weiter rückläufig ist? Man hört ja, insbesondere in Italien die Güterverkehrsstellen immer weiter reduziert werden und die Bahnspediteure sind auch in Sorge um den Einzelwagenverkehr. Wie sehen Sie denn das Marktsegment? Für mich wird der Einzelwagenladungsverkehr auch in Zukunft einen Platz haben. Der wird nicht einfach verschwinden, da bin ich überzeugt. Es wird kombinierter Verkehr parallel geben. Aber der Einzelwagenladungsverkehr hat auch massive Vorteile, die wir spielen können. Bei uns hat der Einzelwagenladungsverkehr einen Marktanteil von annähernd 25%. Sie meinen damit in der Schweiz? In der Schweiz. Mhm. Und das zu substituieren, das wäre gar nicht möglich. Man muss das Produkt pflegen, das wird auch immer wichtig bleiben, aber es ist das Produkt, das nicht der Wachstumsmarkt ist, sondern das Produkt, das eigentlich die Grundlast ergibt. Das ist übrigens auch in Amerika so. Und von dem her glaube ich dran. Wir haben auch Freude, aber wir müssen auch an diesem Produkt arbeiten, weil so wie es heute gemanagt wird, ist das langfristig nicht marktfähig. Auch hier braucht es Innovation, Entwicklung, teilweise auch Straffung, damit die Stärken wirklich gut gespielt werden können. Mich interessiert, ob die Politik bereit ist, auch etwas dazu beizutragen, dass das Einzelwagensystem erhalten bleiben kann. Denn in der Schweiz war es ja durchaus in der Diskussion, ob die Politik zum Teil Einzelwagenverkehr bestellt. Können Sie uns da updaten? Also im Moment ist ja eine politische Diskussion, die beginnt. Unsere Verkehrsministerin stellt sich eigentlich auf den Standpunkt, den unterstützen wir auch vollständig. Bahnen müssen unternehmerisch arbeiten, aber die Rahmenbedingungen müssen das ermöglichen. Also man muss Rahmenbedingungen haben, die das ermöglichen. Persönlich glaube ich, dass immer mehr auch die Stausituation auf den Straßen und die höheren Anforderungen der Logistik eher Richtung Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Bahn drücken. Und wenn wir gute Rahmenbedingungen haben, auch finanziell und selber den Job machen, dann sehe ich eine sehr gute Zukunft. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herr Perrin, herzlichen Dank für unseren Besuch auf dem DVZ-Talksofa und alles Gute für Sie und Ihr Unternehmen hier und auf der Messe. Besten Dank, Herr Rätschel.